alten Jäger. Ach, das gibt's nicht. Der Typ ist so gut im Nahkampf. Meine Jungs reißen dich in Stücke. Schaut auf Ratze. Der ist bei mir doch irgendwas gestorben. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ah, der ist eliminiert. Ich hab einfach gar keinen Schimmer. Alter. Weg. Hat schon wieder volles Leben. Es gibt keine Möglichkeit, den Kerl zu besiegen. Ich weiß nicht wie. Eieiei. Ich müsste im Prinzip seine komplette Armee brandmarken und die würden ihn dann wahrscheinlich zusammenschlagen. Sei dieser Schleicher. Das nächste Mal hab ich ihn. Wäre ein Versuch eventuell wert. Abgehauen sein. Aber Karagor gibt's gerade hier keinen in der Nähe, den ich mir holen könnte. Ich habe den Anführer schon lange nicht gesehen. Vielleicht sollten wir uns in seiner Abwesenheit mit ein paar Gefangenen vergnügen. Habt ihr das gesehen? Das war doch ein Mensch. Nein, das war kein Mensch. Du hast dich verguckt. Der Feigling ist abgehauen. Dich. Hast du das gehört? Und dich. Ist mir egal, was es war. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Und dann hole ich mir noch dich. Ich brauche nur genug Leute, dann kann ich das schaffen. Du noch. Okay, dich hole ich mir auch noch. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Okay. Weibes verspüre, werde ich ihn in die Knie zwingen und ihm im Handumdrehen das Herz herausschneiden. Ich bin kein Blutverfall. Du noch? Oh. Oh. Immun gegen Fernkampf, ja klar. Natürlich, Alter. Selbstverständlich. Man kann ihn im Nahkampf so gut wie nicht besiegen, man kann ihn im Fernkampf nicht besiegen. Alter, ist das dein Ernst? Was ist das für eine Combo gewesen? Kacke Combo. Die wirft mit zwei Äxten. Jetzt hole ich mir die Beförderung. Ich habe etwas gesehen. Na los, ihr alle, wir müssen ihn zusammen besiegen. Verbrüht ihn alle. Aber irgendwie. Schade. Mann, schottet er die einfach alle.
Das ist nicht machbar. Patze, glaub mir, das ist nicht machbar. Wie soll ich den Typen jemals besiegen? Der Typ mit dem Schild hat eine Sekunde länger durchgehalten. Dadurch, dass der quasi Schmerz hasst, hat er schon wieder alles regeneriert. Ach, scheiße. Oh boy. Das ist... Nein. Einfach nein. Was glaubst du, warum Tugok so gut mit seiner Axt umzugehen weiß? Vielleicht solltest du dir jemanden anderen suchen. Ja, aber er ist ja der Leibwächter von dem Typen. Das heißt, wenn ich gleich den Typen raushole, muss ich ja trotzdem gegen ihn kämpfen. Ja, warum hast du nicht zuerst die anderen Typen alle? Es gibt eine Sache, die ich probieren könnte. Oh, hier gibt es doch kein Karagorn in der Nähe. Mal irgendwas. Nur diese verkackten Fliegen. Die Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Komm schon, irgendwo muss doch hier ein Karagor sein. Ist doch alles nicht euer Ernst. Wenn ich jetzt dieses Fest mal einfach so verlasse, ohne nix, ohne irgendwas zu machen, dann wird der Typ noch stärker. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann ihn im Zweikampf nicht herausfordern. Zeit, sich eine Beförderung zu verdienen. Darauf habe ich gewartet. Oh fuck. Weg, weg, weg. Einfach nur weg von diesem Wahnsinnigen. Und seine Macht ist weiter angestiegen. Ja, ist aber einfach irgendwie viel zu OP. Goddammit. Ich könnte höchstens versuchen, einen anderen Hauptmann gegen ihn aufzustacheln. Also die Frage ist, ob der in einem Zweikampf gegen ihn was reißt. Ja, das ist die Frage. Weil ich kann doch den anderen Typen nicht angreifen, solange der Typ den sein Leibwächter ist. Das ist... That's the problem that we have. Okay, wer ist gerade hier bei mir in der Nähe? Der da. Der Jäger, der hat bestimmt wieder seine... Seine Homies dabei, ja? Was für eine Vorbereitung, nur um einen einzigen Häuptling zu töten. Und ich muss zu bekehren. Und ich muss das dann noch dreimal machen. Ja, vielleicht sind die anderen ja leichter. Ich hoffe es für dich. Die haben auf jeden Fall nicht solche Leibwächter wie diesen Typen da. Hoffe ich. Ach nö. Ich werde dich über das ist er ja. Oh Gott. Hey. Der Typ, der sich bei mir selbst auf Machtstufe 20. Das wird jetzt der Rivale von dem anderen Typen. Okay, das sind Karten. Ich hoffe, es funktioniert. Du,
Links, den da oben. So. So viel schon mal dazu. Der braucht noch mehr Rivalen. Der da, was ist? Nee, der ist zu weit weg. Wer ist hier gerade noch in der Nähe? Ah, ja, der da noch einigermaßen. Spinnensuppe. Lecker. Aus was soll denn Spinnen... Also Spinnensuppe muss ja aus irgendwie... Ist das einfach nur Wasser mit toten Spinnen drin? Oder was soll das darstellen? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil Spinnen an sich haben ja keinen Geschmack, oder? Dinge, die wir niemals verstehen werden. Da ist er, Krakorn. Natürlich ist sie immun gegen Schleichen. Endlich treffen wir uns. Okay. Und du erfüllst meine Erwartungen. Sei bitte nicht auch so ein overpowerter Spasti. Nee, bist du nicht. Das ist der älteste Trick der Welt. So. Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht. Jetzt. Ja, natürlich. Befehligen. Okay, kannst du jetzt auch den Typen? Du kannst ihn auch umbringen, das ist sehr gut. Jetzt habe ich schon 2 Uruks gegen den Kerl aufgehetzt. Na gut. Meinst du, das reicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es reicht. Ich probiere es jetzt einfach. Muss ich gucken, dass ich das Richtige auswähle. In Richtung, ja. Okay. Habe ich da gerade etwas gehört? Okay, okay, okay. Krakon der Alberne gegen Blockschau der Fratze. Please, das muss jetzt einfach funktionieren. Du hast keinen Platz in unserer Armee. So sollte das doch nicht enden. Okay.
Was ist das? Wieso befreien die Typen sich nicht? Wieso muss ich jetzt hier alles machen? Das war so nicht geplant. Ja. Also mein Grubbel ist, glaube ich, kaputt. Denn was? Ja, ich mache jetzt auch die Mission, wo ich quasi ihn brandmarken muss und dann... Ja. Tat. Aussieht. Was mache ich denn jetzt? Das hier ist faktisch nicht machbar. Müssen wir jetzt etwa dahin gehen? Kommst du jetzt hier runter? Ja, läufst du da oben nur rum? Ich beherrsche ihn doch. Er macht irgendwie nichts. Grublick, please. Up, please. Damn it. Fucking faggot. Alter, der erwidert aber auch jeden Schlag direkt. Also wie mache ich das jetzt? Ich beherrsche ihn ja, aber irgendwie... Was? Ja, ja, den Typen, den ich dann bei dem einen Hauptmann da einschleichen muss. Das ist ein Häuptling. Ich hab den jetzt gemacht, aber steht immer noch als Mission beherrsche Grublik. Ich hab ihn doch! Man rennt hier nur so dämlich durch die Gegend. Fall runter. Come on, do something funny. Ach man. Schmeiß dich da runter. Es ist doch zum Kotzen. Oh fuck. Ich bin keine leichte Beute. Bring das Licht. Okay, hat den nochmal Auftrag verlassen. Goddammit, Game. It's over. Ja, it's over. Du dachtest, du könntest sie wirklich retten, du Made. Lockschau der Fratze. Du behindertes Stück Scheiße. So, okay, nochmal von vorne die Mission. Nochmal. Yeah! Dark! Dark, der Blutige. Und er gehört direkt schon mir. Anscheinend ist es mal irgendein zufälliger Ork gewesen, den ich bekehrt habe. Oh, scheiße, ey. Ja, nice Ziel. Ich weiß nicht mehr weiter. Find der Grublick. Okay. Hat der. Der Typ hat nur noch einen einzigen Leibwächter. Und das ist der da. Aber ich habe keine Chance. Du musst alles und jeden Brand marken. Und selbst dann schaffst du es wahrscheinlich nicht. Nein. Ich patzig. Ich kümmere mich jetzt erstmal um einen von den anderen Typen. Das mache ich, genau. Will ich dir auch raten. Verscheiß schon zu viel Zeit nur mit diesen einen Typen da.
du, was die von dir erschaffenen Ach, da ist ja noch eine andere Hauptmission, dann mach ich erstmal die. Ich erkannte nicht, wie leicht der Mensch von Macht zerfressen wird. Was ist hier los? Entsetzt! What the fuck, Grublik? Okay. Warum bist du jetzt entsetzt? I'm gonna get you, my friend. Famos! Der Jörg! Der Karagor! Nein! Nicht umbringen! Nein! Warum hab ich so viel Pech? Grublik! No. Tipp, du darfst Grublik nicht töten. No shit, Captain Obvious. Hat der Karagor für mich erledigt. Was? Ja, Grublik ist wegen einem Karagor gestorben, der da aufgetaucht ist. Weil er einfach entsetzt mal weggerannt ist wie eine Kackpussy. Karagor, das ist das Einzige, was ich bei dem Typen noch nicht ausprobiert habe, weil ich habe nie einen Karagor in der Nähe gefunden, wenn der Typ da war. Bei meinem Glück ist der aber wahrscheinlich noch Bestien schlechter. Du müsstest doch eigentlich eh schon alle seine Details aufgedeckt haben. Nee, habe ich noch nicht. Das ist es ja, ich bräuchte mehr Informationen. Wer ist das denn? Oh ne, das ist er ja. Nur damit ihr sie nicht bereiten kann. Ja, Grublik, du bringst mich langsam echt ins Grab. Hast recht. Informationen sammeln. Über die Schau der Fratze. Gucken wir doch mal, was der Typ so. Leidet Schaden durch Explosionen. Das ist alles. Er hat vor nichts Angst. Der ist monsterschlechter, immun gegen Fernkampf und immun gegen Schleichen. Man kann ihn nur im Kampf verletzen, wenn er einen mal nicht blockt. Oder ihm durch Explosionen Schaden zufügen. Also im Prinzip nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Typen töten soll. Das ist für mich einfach ein Rätsel. Oh boy, I'm not going to kill him. Brandmarken! So, beherrscht. Details ansehen. Oh! Hupe. Hooper Scooper. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Hui. Schnell Informationen gesammelt. Der Typ da. Grublik ist mein aktuelles Ziel. Zufrieden mit der Unterwürfigkeit seines Leibwächters. Oh, der Typ ist ja ein absolutes Opfer, der ist anfällig für Schlechttodesstöße. Oh. Touren und Dingens der Ausbilder. Anfällig für Schleichtodesstöße. Ja, warum habe ich das nicht versucht? Ein Häuptling, der anfällig für Schleichtodesstöße ist, das ist wie ein Weltwunder. Nachdem Marwyn von Saruman besessen wurde, benötigt Leith Rael deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Okay. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht so, was mache ich jetzt mit Grublik? Es wäre unklug. Er kämpft mit uns. Es beherrscht. Katzin. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt. Du bist es. Genug!
Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Letariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volk sprechen. Warte mal, habe ich die Mission nicht beim letzten Mal schon gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich mach mal an der Stelle kurz einen Cut. Ich glaube, ich habe die Mission schon mal gemacht.